In dieser Videosequenz möchte ich Sie für ein ganz besonderes Handwerkszeug des Redners und der Rednerin sensibilisieren. Geschichten. Stories. Ja? Mein Reisepass. Hier, in meinem Reisepass steckt in jedem Stempel, in jedem Datum eine Erinnerung, eine Geschichte. Meine Geschichte. Das Telefonbuch, na, ich weiß nicht, kann auch viele Geschichten parat haben und Fantasie auslösen, doch das ist eine andere Geschichte. Besondere Aufmerksamkeit erlangen wahre Geschichten. Warten Sie, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Hier, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und Sie kennen das ja bestimmt. Und das frage ich jetzt auch nicht rhetorisch. Eine Geschichte fängt an zu wirken, wenn sich etwas in Ihnen tut. Ein Gefühl, Ihr Gefühl. Ein Gedanke, Ihr Gedanke. Ein aufsteigendes Bild. Emotionen entstehen. Und dieses gilt es bei Ihrem Publikum zu entfachen. Ob Sie vor Zahlenmenschen präsentieren oder eine Rede vor Gesetzestextliebhabern halten. Denn eine Botschaft mit einer nachvollziehbaren Story und besser noch eine Story mit nachvollziehbaren, erlebbaren Emotionen trifft in den meisten Fällen mitten ins Herz und ins Hirn. Ein guter Redner weiß um dieses Stilmittel, dieses Handwerkszeug und packt die Kernbotschaft, wichtige Aussagen und ganz besondere Aspekte in eine gute, nachvollziehbare Story. Und sei es nun mit einem Filmausschnitt oder einem Foto oder etwas Musik unterlegt. Und ehe Sie sich versehen, ist das Publikum auf eine ganz besondere Art und Weise wach und aufmerksam. Ein Beispiel. Bill Gates, dem ist diesmal ganz wunderbar gelungen. Er präsentierte live ein hochbrisantes, tödliches Thema Moskitos, Malaria und Ausbildung. Sprach über die Zusammenhänge, Daten, lieferte Hintergrundinfos und so weiter. Aber gepackt hat er sein Publikum in dem Moment, als er vor den Augen des Publikums ein Glas mit Moskitos öffnete, die flugs durch den Saal flogen. Na, was glauben Sie, was da los war? Emotionen, die dann entstanden sind. Und hallo, hier dürfen Sie auch mehr als sicher sein, dass diese Rede den Dreiklang Inhalt, Motivation und Unterhaltung im Ton und zur Person passend glaubwürdig getroffen hat. Wenn dies geschieht, haben Sie eine Kür und keine Pflichtrede miterlebt. Herz und Hirn zu treffen, das ist die wahre Aufgabe einer guten Rede. Und ich behaupte, nur so funktionieren sie, wie Sie hier zum Beispiel auf dem Bild sehen. Historische Reden, egal welcher Couleur, die sind nämlich auch immer ein Vorbild und bieten bis zum heutigen Tage, hier auch bei Martin Luther King, Rede- und Filmstoff. Hand aufs Herz. Ihr nächster Schritt muss ja nicht gleich eine historische Rede sein. Oder doch? Doch die Herausforderung darf für Sie die Kür sein. Es bedarf gerade am Anfang ein wenig Mut, gute Vorbereitung und Praxis auszuprobieren. Und Talent, Talent erreicht nun mal alleine nicht aus. Zwei Synonyme für Talent heißen Befähigung und Berufung. Befähigung kann man erlernen durch zusätzliche Kompetenzen und mit einem fleißigen Lernen. Die Berufung, die gilt es zu spüren, es zu wollen. Ja, nur wollen alleine reicht nicht. Da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Es gilt dafür zu brennen. Wie heißt es so schön? In dir muss brennen, was du bei anderen entzünden willst. Folgen Sie Ihrem Ruf durchs Tun. Üben, üben, lernen, machen, umsetzen. Lernen. Ja, ich greife das Stichwort mal auf. Lernen lässt sich auch durchs Zuschauen, abgucken, nicht kopieren. Denn ein guter Redner darf und kann auch Fehler machen. Das ist menschlich. Fehlendes Talent muss, wie gesagt, kein Ausschusskriterium sein. Doch fehlt die Seele und können Sie kein klares Wozu für Ihr Publikum benennen, dann reicht auch der Anspruch meiner Meinung nach, und hier bin ich vielleicht ein bisschen streng, nicht aus, nur emotionales Kopfkino entfachen zu wollen. Möchten Sie etwas Besonderes sein, etwas bewirken, dann arbeiten Sie daran, dass Ihre Story gut funktioniert, Ihr Anliegen und Sie authentisch und glaubwürdig sind. Und nehmen Sie diesen Auftrag wirklich ernst. Ernst auch Ihr Publikum, ähnlich einer Liebesbeziehung. Denn das spürt, genauso wie ein Partner, vielleicht etwas später, ob Sie es ernst meinen oder nicht. Auf der Bühne zu stehen, ist ein verantwortungsvoller, ein machtvoller Job. Gehen Sie verantwortungsbewusst mit Ihrem Publikum um. Denn vordergründig geht es nicht nur um Sie, sondern um die Botschaft, den Sinn.
Sie sind ein Botschaftenüberbringer, der Bote. Und ohne Publikum sind sie nichts. Und die Botschaft verpupst. Ups! Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen pathetisch, doch ich habe ja selber viele Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden und habe im übertragenen Sinne einige sterbende Boten live auf der Bühne miterlebt. Tja, nun bin ich bei den Tatsachen angekommen und möchte Ihnen Mut machen. Wenn Sie auf Ihrem Weg vom Trainer zum Speaker sind, nur zu, probieren Sie es aus. Sie lernen eine Menge dabei. Sie lernen sich kennen, lernen Grenzen erkennen und lernen Grenzen erweitern. Schauen Sie genau in Ihren Lebensfundus, Ihren Geschichtenerzähler, ähnlich eines Reisepasses. Es macht Arbeit, ja. Alles andere ist eine Lüge und ich würde Sie jetzt an dieser Stelle nicht ernst nehmen. Doch der persönliche und auch der mögliche Geldwertegewinn bringt viel Freude und macht auch Spaß. Und in diesem Sinne lade ich Sie ganz herzlich zu den nächsten Themen und Lektionen rund um das Motto und Auftritt vom Trainer zum Speaker. So werden Sie fit für die Bühne ein. Ich freue mich schon jetzt auf Sie. Ihre Esther Schweizer.